Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Bettkamp von der AfD? How dare you? Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Henning-Welso. Sie hatten gerade klar Mängel erkannt an dem Ablauf des Verfahrens der Gesetzgebung. Völlig zu Recht, das sehen wir auch so. Sie haben sich aber gleichzeitig ganz klar an die Seite der Koalition gestellt, dass alles schnell und umfassend ausgebaut werden soll. Insofern vermisse ich ehrlich gesagt eine kritische Auseinandersetzung damit, dass ja auch das Thema Fläche ein besonderes Problem beinhaltet, nämlich dass wir auch über Wohnbauflächen sprechen, die wir dringend brauchen und dass wir jetzt aber ganz viele Flächen auch für Windkraftenergie brauchen und wir gleichzeitig aber auch ein 30-Hektar-Ziel verfolgen, was ja hier auch irgendwann mal eingehalten werden soll. Diese kritische Würdigung vermisse ich stets und ständig, gerade auch bei Ihnen. Und ich vermisse ehrlich gesagt auch, dass Sie mal aktuelle Entwicklungen aufgreifen, dass nämlich Frau Greta Thunberg gerade massiv gegen Windkraft protestiert. Also, Frau Henning-Welso, how dare you, dass Sie sowas hier einfach kritiklos hinnehmen.